dir auch mal sagen, dass der aufhören soll? Hier. Globale Lieferung von wegen. Gehen wir mal gerade auf die andere Stadt und beliefern uns. Quasi mit... Hier. Laden. Die braucht Simoleons. Die Stadt braucht Simoleons. Unsere beide Städten brauchen Simoleons. Tollerweise. Wofür will diese Stadt Simoleons haben? Das läuft doch. Kriegt doch plus 2000. So, Regionalansicht. Strom brauchen wir nicht. Wir brauchen Gesundheit. Wir brauchen... Was braucht man eigentlich? Kohle. Nein, nicht Großprojekt. Arbeiter. Ladenbesucher, Lieferung, Schüler und Studenten, öffentliche Transportmittel, Strom. Strom kaufen? Nee, ich will Zeugs liefern. Hier, Geschenk. Legierung, Kohle. Kohle. Wählen Sie eine beanspruchte, mit Ihnen verbundene Stadt aus, die Ihnen Ressourcen schenkt. Nein. Ich möchte dieser Stadt permanent Sachen liefern. Geht das? Ich hab doch nicht umsonst eine Stadt spezialisiert. Schicken wir mal... Hier, Kohle. Oder machen die das automatisch? Keine Ahnung. Muss man drauf achten. Gut. Stellen Sie eine Universität auf, sorgen Sie dafür, dass 800 Sims die Schule besuchen. Hab ich ja vor, Kollege, hab ich ja vor. Hier, die Vorräte bleiben konstant, wie es aussieht. Keine Ahnung. Strom reicht, Wasser reicht. Abwasser reicht auch, ich könnte eigentlich Strom hier handeln. Handeln wir mal Strom. Dahin. Hier, Strom. Nicht kaufen. Verkaufen. Jetzt muss ich nach Druckelberg, um mir Strom zu kaufen. Das gibt's doch nicht. Ach, das ist ein Durcheinander hier. SimCity wird mir immer schwerer. Ökologie freigeschaltet. Regionansicht. Strom. Kaufen. So. Jetzt nutzen wir hier Strom. Haben wir eigentlich genug Strom? Was können wir eigentlich das jetzt abreißen? Weil wir kaufen ja Strom. Also, wir könnten auch Wasser kaufen. Ah ja, kaufen wir alles von da drüben. Hier Wasser kaufen. Abwasser kaufen. Und jetzt kann ich hier den ganzen Schwachsinn abreißen. Hier. Weg. Mach ich. Mach ich. Und. Mach ich. Und. Mach ich. Gut. Bin ich mal gespannt. Wenn das jetzt doof war, machen wir natürlich neu, ne? Also ein neues Gebiet und beziehen uns erstmal auf eine Stadt. Weil ich... kann irgendwie mit zwei Städten nicht umgehen. Lettstadt. Wir haben... Wir kriegen kein Geld hier. Theoretisch müssten wir jetzt doch Einnahmen haben. Omas. Ah, wegen dem. Veranstaltung planen. Planen wir mal... Sportveranstaltungen. Hier, Rockkonzert. Mach ich. Und jetzt schießen wir erstmal den da wieder weg. Annehmen. Gut. Wir werden in 2 Stunden pleite sein, wenn das so weitergeht. Weil ich so blöd war und den Kredit da abbezahlt habe. Außer jetzt sinkt sofort unsere Ausgaben oder unsere Einnahmen steigen.
was nicht der Fall ist. Das heißt, ich brauche mal ganz... Das ist doch der Fall. Hoffen, hoffen, hoffen. Bitte hält's. Sonst muss ich noch einen Kredit aufnehmen. Ich nehme mal sicherheitshalber hier den Kredit auf. Hier so 25.000. Ja, ich habe ja schon einen Kredit aufgenommen. Danke. So. Wasserpumpe ist verschmutzt. Kann gar nicht sein. Ich habe doch hier so ein Filterding. Strom reicht aus. Abwasser reicht aus. Auch mit den Lieferungen der anderen. Was soll denn das hier? Guck mal, mehr Steuern. So, noch mehr Steuern. Bei allem mal 1% draufgehauen. Wie sehen die Einnahmen von dem Spaß denn aus? Noch nix. Ah, die steigt ja auch erst nächste Nacht. Gut. Tourismus. Hier? Nee, das ist Kultur. Hier, Tourismus. Eine Spielhalle. Habe ich sowas nicht schon? Wahrscheinlich nicht. Passt doch eigentlich ganz gut ins Gewerbegebiet. Und mal hier so. Warum geht das nicht? Das ist doch schon eine Spielhalle. Warum soll ich nochmal sowas bauen? Warum ist das nicht genehmigt? Weil ich mit Glücksspiel so, wenig verdiene. Gut, dann dahin. Ja, Schild. Scheiß hat der Hund drauf. Günstige Zimmer. Hier, Münzautomat. Hier, Lounge. So wenig Simoleons. Gut. Wie viel kostet die Lounge? 5000. Da will man sich mal auf Tourismus konzentrieren und dann läuft's nicht. Hier, mach mal. Wenigstens steigt unser Geld wieder drastisch. Mehr oder weniger. Stellen Sie eine Universität auf. Habe ich ja vor. Irgendwann noch. So. Unserem schönen Meerblick da. Ach, SimCity. Warum machst du es mir denn immer so schwer? Sieht aber gut aus, wie die Stadt wächst. Ah, ich wollte noch ein Polizeidepot bauen. Was? 8000 Dollar Simoleons die Stunde. Ach du Scheiße. Ach, unsere Stadt. Ist sie nicht toll? Das muss einfach mal sein. Einfach mal durch die Stadt fahren. Das ist ja wirklich eine krumme Straße. Hat da also recht gehabt. Da wird ja was gebaut. Was wird denn da gebaut? Es wird aus Stein, wie man sieht. Ja?
Noch ein bisschen höher. Auf. Oh, das wird, glaube ich, sehr hoch. Was machen wir da? Die Dielen? Jetzt rennen sie weg, weil ich sie gesehen habe. Ist aber interessant hier. Und du? Hält den Laden auf Trab. Hm. Eieieiei. Überfüllte Straßen. Herrgott. Ach, hier ist ja die Hauptstraße. Geht's da lang raus? Ich glaube schon. Jetzt mal so ein bisschen in Slow Motion. So. Sicht noch hier einstellen. Weiter. Einfach mal alle Meldungen ignorieren und nur durchfliegen. Einfach mal das Fahrverhalten des Sims studieren. Ich fliege übrigens in die falsche Richtung. Ich wollte nämlich hier hin. Ah, schon 103.000. Ja, ich will euch nicht folgen. Ich will hier meinen eigenen Weg gehen. Crash. Auf ganzer Ebene. Und da lang geht's wieder raus. Hier ist unsere Pumpstation. Ne, Kläranlage. Direkt vorne. Kacke. Und hier ist unsere Pumpstation. Mit der Filterpumpe hier. Reines Wasser. Eigentlich müsste ich die dann austauschen. Glaube ich. Weiß gerade gar nicht so wirklich. Ich glaube aber schon. Dass ich die dann abreißen müsste. Weil ich hier Filterpumpe brauche. Du mal gerade weg. Kann ich da bitte eine Filter... Ne, kann ich nicht. Und das ganze Geld wieder zum Fenster rausgeschmissen. Und hier Häuser abgerissen und was weiß ich nicht alles. So, was haben wir denn hier? Zu wenig Strom. Wie ich mir schon dachte, weil die Kohle fehlt. Gut. Die Einsparung können wir also nicht machen. Wasser passt. Müll haben wir. Ah, wegen Stromausfall. Busse wegen Stromausfall. Geht der Strom jetzt wieder? Ja, auf, hol dir mal Kohle. Ah, hier, drei. Schneller, schneller, schneller. Chemiebrände. Nee, bitte. Pumpt jetzt wieder Strom? Ich finde es interessant, dass das hier wirklich nur diesen Bereich hier ein bisschen abschöpft. Und alles vom Kohlekraftwerk abhängt. Also von wegen hier Backup-Plan und so. Jetzt haben wir wieder Strom. Mehr oder weniger. Ich würde gerne das da noch aufstellen, so ein Solarkraftwerk. Aber ich glaube, das wird noch nicht so viel. Weil da irgendwo noch die Universität hin muss.